Heyo Leute, kurze Vorabinfo für alle Abonnenten und späteren Abonnenten, die meinen, meine Videos seien gut und sie würden mich gerne abonnieren wollen. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall, wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt und immer auf dem Laufenden sein wollt, welches Video gerade online ist, klickt doch einfach mal alle bitte auf diese wunderschöne Glocke. Dadurch werdet ihr nie ein Video verpassen und seid immer auf dem Laufenden, wenn ich ein Video hochlade. Und ohne weiteres Vorgeplänkle, viel Spaß mit dem Video. Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück. Nach etlichen Wochen ist es mal wieder soweit. Ich habe mir ein neues Spielchen rausgesucht und nicht nur alleine. An meiner Seite ist der werte DP Ani Games. Hi. Was jetzt überhaupt nicht schwul klang. Und nein, wir haben nichts gegen Schwule. Nee, ich komme ja hier aus Köln. Auf jeden Fall spielen wir heute Zombie Trilogy. Nee, Zombie Army Trilogy. Nein, ich darf ich korrigieren. Zombie Army Trilogy. Weil das muss Englisch ausgesprochen werden. Denn alle Charaktere sprechen hier Englisch. Selbst Hitler. Ja, nur ist dieser kein spielbarer Charakter. Ja. Soweit wie ich weiß. Er muss am Ende getötet werden. Glaube ich zumindest. Ich habe gerade mal die erste Episode gespielt. Also, ja, da hört das. Für ihn ist es zumindest kein unbeschriebenes Blatt, für mich hingegen schon. Kenne das Spiel selber bloß aus etlichen Trailern. Und definitiv alt ist es. Du weißt nicht zufällig, wie alt das Spiel mittlerweile ist? Der erste Teil von Zombie Army kam, ich glaube, 2010 oder so raus. Kurz nach Sniper 2. Und, nein, das muss schon, ja doch, um 2010 oder so, kam da raus, kurz nach Sniper Elite 2, das ist nämlich von Rebellion, die auch die Sniper Elite Spiele machen, wovon der nächste vierte Teil rauskommt, worauf ich mich sehr freue. Und die haben das Ganze, die haben Teil 3 gemacht und dachten sich, hey, porten wir Teil 1 und 2 doch auf die PlayStation 4. Und tun das Ganze in einem einzigen Paket veröffentlichen. Und das heißt Zombie Army Trilogy. Das kam vor einem Jahr oder so aus. Oder nicht mal ein Jahr. Nicht schlecht. Ja, dazu muss ich auch sagen, es gibt zwei Modi. Einmal den Modus Horde, den wir vorhin schon in der Testaufnahme ein bisschen anprobiert haben. Und mein Gott, wenn man nicht den richtigen Schwierigkeitsgrad drin hat, wirst du regelrecht weggehodend. Ja, ihr seht schon, der werte DP Ani Games kann wieder mal nur Scheiße bauen. Ja. Und auf jeden Fall der zweite Modus, oder sagt der Hauptmodus, wie ihr schon links oben sehen könnt, ist die Kampagne, die wir jetzt auch zu zweit rocken können. Bis zu 4 Spieler können mitspielen. Leider Gottes haben wir keine weiteren 2 Spieler gefunden. Sei es drum. Schulz. Nichtsdestotrotz würde ich meinen, wir fangen einfach mal an. Na? Wird's heute noch was? Schließlich beantworte dir doch. Ja, fang an. Let's go! Germany is shrouded in darkness. Nazi zombies walk the earth. You are one of the few remaining living souls in Germany. You have arrived at an abandoned village en route to Berlin, hoping to find a working vehicle. Also ich muss jetzt schon sagen, genau das gleiche hatten wir auch im anderen Modus gehabt und irgendwo finde ich das schon ein bisschen scheiße. Ich hätte mich da irgendwie ein bisschen drüber erfreut, wenn man die Waffen finden muss oder irgendwie so. Aber hier kriegst du ja alle regelrecht am Arsch gesteckt. Ja, passt schon. Tja.
Deutschland, Mai 1945. Lecker, lecker, lecker. Hallo Mama, wie geht's dir? Da hast du es gehört. Oh, Platz, Platz. Ja, Leute, wie ich es euch versprochen habe, werden demnächst mehr Koop-Projekte gestartet. Das hier soll erstmal nur der Anfang sein. Und dieser Zombie will nicht sterben. Meiner. Mann, das war aber meiner. Mensch. ich entschuldige mich auch schon mal für die leicht miserable Tonqualität von DPR Games. Leider Gottes ist es nicht momentan jedenfalls nicht anders machbar. Oh Gott, sagen, du hast den... Ich bin so gut, ich kann dem die Cappy wegschießen. Alter, komm mal ran hier auf den Meter. Ja, dich meine ich. Sieht der nicht wunderschön aus? Ja. Schauen wir mal, was abhängt. Ich sagte doch, Sarazamodus ist aktiv. Der was? Ich sagte doch, Sarazamodus ist aktiv. Oh, und hier haben wir gleich noch jemanden. Schaut euch nur diese schöne Gesichtsbemalung an, nenne ich es einfach mal. Ja. Ich höre sie. Ich höre sie. Ey, Alter. Mach Platz. Mach Platz. Du bist im Schussfeld. Ich weiß. Oh. Ey, wir müssen den Zuschauern auch definitiv das Beste zeigen. Die Bullet Cam. Ja, das auch. Eiertritt. Und weg! Eiertritt. Ich wollte gerade sagen, ich habe zwar eigentlich eher so gedacht, an das Wegtreten, was gerade sehr viel Laune macht. Oh. Alter! Hilfe! Ah! Ich bin gestorben. Oh. Ich glaube, wir sollten nicht so viel rumeiern, oder? Ja. Das war nicht so. Das war Absicht. Ja, Leute, das ist der traurige Anfang. Weg! Weg! Geh weg! Stirb! Natürlich wollen wir ein professionelles Let's Play Together draus machen. Deshalb versuchen wir uns auch jetzt etwas zu benehmen und entweder liegt es an mir oder meine Internetleitung ist etwas makaber, weil du leckst hier gerade übelst rum. Ja. Ach ja, und soll ich euch noch was zeigen, Leute? Schaut euch diesen. Dreh dich mal um. Dreh dich um. Schaut euch mal diesen geilen Knackarsch an. Du darfst ihn aber nicht berühren, die Figuren mit dem Boden ist verboten. Bams. Kann man eigentlich schon hier in das Haus rein? Nö. Ne, schade. So, ich gehe auf jeden Fall erstmal auf die schönen 12-kalibrige. Obwohl. Genau so ist das! Kann man OP anhören. Alter, ich hab dir gerade die Schaufel aus der Hand geballert. Ey, Alter, ich muss dir ganz dringend was sagen. Dein Kopf ist weg. Liegen bleiben. Verstanden? Alter. Ist mein Kopf weggelatscht. Du Penner. Bleib weg. Ich wollte gerade sagen, ich gehe in den Nahkampf, du gehst in den Fernkampf. Liegen bleiben! Alter, hast du mich gerade angesprungen, du Penner? Ich trete deine Leiche weg. Au! Au! Ach, da lebt. Ach,
du bist der du, kleiner Wichsdrossel. Headshot. Ups. Alter, das hättest du jetzt gerade mal sehen müssen. Ich hab auf den geschossen, Alter. Der hat den seine Nick hat sich erstmal gedreht. Oder er sagt seinen Schädel. Ich geh ins Haus. Gibt es hier was zum Sammeln? Ja, zum Sammeln gibt es definitiv was. Ich weiß jetzt bloß noch von den Goldbarren und dann war irgendwas anderes noch. Ach ja, nur zur Info, ich habe leider Gottes vergessen, den Timer direkt zu Beginn der Aufnahme zu starten, also kann es sein, dass es ein bisschen länger wird. Aber macht ja nichts. Hey, ich habe nie behauptet, ich wäre professionell. Ich habe nur gesagt, dass wir professionell arbeiten wollen. Der Wille, ja. Ob wir es tun, ist eine andere Frage. Ja. Ha. Liegen bleiben. Alter, der hat eine Hand in der Hand. Alter, ich habe gerade den besten Spruch ever rausgehauen. Der hat eine Hand in der Hand. Weisheit von John Sinclair himself. Dann ist er tot, wenn man tot ist. Eine der besten Weisheiten, die ich jemals gehört habe. Yep. Ich habe ihn gerade das Oberteil weggeschossen. Freut mich. Bam. Du bist heute auch erfüllt. Naja, das ist doch was. Ah, ich habe keine Muni mehr. Apropos. Halt. Alter. Du Pisser. Hä, was willst du da hinten? Ja, Leute, das wird wahrscheinlich öfters vorkommen, dass er mich retten muss, anstatt ich ihn. Denn Shooter... Der Sound buggt gerade bei mir total. So richtig. Huh. Bei mir läuft halt normal. Ja. Habe ich in letzter Zeit öfters. Ja, Leute, und leider Gottes könnt ihr auch dann nur meine Sicht sehen, denn beim DPN Games wird es wahrscheinlich nur ein Best-of geben. Ah! Alter, verpisst euch! Weg! Okay, jetzt wird's ekelhaft. Jetzt wird's ekelhaft. Hilfe. Ja. Und da habt ihr gerade den schlechtesten Mandelwitz ever gehört. Und die waren nicht mehr gebrannt. Mir fällt auch gerade wieder ein, vergiss nicht, wir können die Leichen durchsuchen. Ja, weiß ich. Alter, der... Wo bist du denn gerade? Oh, Backe! Auf Hinterhof. Du auf dem Hinterhof? Ich hab Angst. Ja. Ah. Piss dich! Ich will nicht mehr. Ich helfe dir! Oh, die und ihre Scheiß, sag schon. Ah. Alter, der steht wieder auf. Ich glaube, ich werde nicht. Oh, Alter. Also ich muss jetzt erstmal ein paar Leichen plündern gehen. Hinter dir. Weg. Mit deiner Visage. Oh. Oh, ich muss Leichen plündern. Ich habe keine Munition mehr. Das ist gut. Es gibt nämlich auch hier Safe Houses, also die kommen immer so nach einem kleinen Abschnitt, gibt es immer ein kleines Safe House und da kannst du halt Muni und so aufschlagen. Ihr braucht gar nicht, komm her, hier ist sogar eins. Oh, super. Ich renne! Da kannst du auch zum Beispiel zwischen Gnaden oder so wechseln. Da ist hier Tresorraum. Was haben wir denn hier so Schönes? Auf jeden Fall Muni sollst du aufstocken. Ah, ich...
Ich kicke gerade mal, ob das andere Gewehr hier ist. Oh, voll. Alles full. Full in Ordnung. Aber schade, leider Gottes gibt das hier das andere Gewehr nicht. Nein, ich bleib doch bei der Flinte. Ich liebe den Nahkampf. Können wir weiterhin oder? Ja. Gibt es hier noch irgendwas drin, Schönes? Hier vorne gibt es noch ein paar Gewehre, aber jetzt zu spät. Jetzt treten wir den Zombies weiter in den Arsch. Alter, kriegst zurück in dein Grab. Was kickst du so? Weg mit dir. Ich treffe gar nichts. Ich ziehe schon mittlerweile gar nicht mehr. Ziehen wird überbewertet. Weißt du, der Zombie war so erstaunt von meinen Fähigkeiten, nicht zu treffen, dass ich die Luft auflöste. Ah, die sind wirklich, eigentlich kannst du voll Munition sparen. Zurück in dein Grab, du Untoter. Weil die Typen sind mit zwei Tritten weg. Ja. Ultimate Rektor gesucht. Oh, Vorsicht, ich wollte gerade sagen, Vorsicht, fass und... Alter! Ha, 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 ha. Weg. Geh weg! Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht übersteuere, weil ich gerade recht laut bin. Bullet Cam! Oh, du hast eine Bullet Cam, ich will auch. Oh. Du wurdest gerade von einem Kriecher attackiert. Best werde ich? Ach da! Weg mit dir! Wenn ich das schieb. Ins Gesicht! Scheiße. Weißt du, was hier ein richtig geiler Move wäre? So, so anrennen, weißt du, und erstmal schön, sag schon, wie heißt der Move? Ich komm nicht. Hä? Nicht Bodycheck, mit den Füßen ins Gesicht springen. Ah, Leute, wenn das... Nein. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nämlich gar nicht. Und... Ah, nee, das ist ein Cold. 10er-Kombo. 11. Oh, was... zurück. Was haben wir da? Gewehr 43. Ah. Vor allem das Witze ist ja wirklich, dass du auch noch einen Herzschlag hast. Beim, Das ist, du kannst zielen. Ja, ich weiß. Also du kannst den Fokus, also quasi Luft anhalten. Was auch dafür verwendet wird, dir zu sagen, hey, du hast, wenn du rennst. Ah. Wahrscheinlich komme ich dann auch besser mit der Sniper klar. Ja. Ich aktiviere mal das nächste. Ich will den Totenkopf. Hab ich schon gemacht. Ah, oh, du hast ihn schon eingesammelt oder was? Oder aktiviert. Ach, aktiviert. Der wackelt. Nein, nur kommt irgendwie nichts. Ich guck mir den Totenkopf an. Der sieht cool aus. Und der blutet. Es ist ruhig. Zu ruhig. Vesmo. Ich sehe niemanden. So. Und Bams. Boom. Weh, du schießt das Fass neben mir weg. Meinst du das? Du verdammte Sau. Ich hätte sterben können dabei! Ich hätte ihn wiederbeleben können. Alter! Bleib in deinem scheiß Grab! Räudiger und Toter! Er ist der Grabwächter. Ich bin der Grabtreter! Alter! Liegen bleiben!
Weg! Weg! Geh weg! Weg! Alter, ich glaube, ich renne durch das gesamte Spiel nur mit Treten. Ich werde gerade gefühlt. Sag das den Untoten, den ich meinen Fuß ins Gesicht hier getreten hab. Ja, liegen bleiben! Was? Ja, bin ich vorgewarnt, das ist ein Suizid. Hab ich gerade mitgekriegt. Der hat schon wieder angetettelt, richtig. Was? Ist er tot? Ich will ihn treten. Lass es mich treten! Oh! Alter! Übrigens, danke, du hast den Typen genau dann weggeballert, wo ich in ihn reingerannt bin. Bester Trophäenname ever. Hab dich, du kleiner Scheiße. Hinter dir! Oh! Ah! Schwör ab! Schwör ab! Oh, jetzt geht's los! Ich würde nicht so weit vorrennen. Doch! Mit einer Granate! Wieso? Sterbe ich im Nebel? Keine Ahnung. Lass es uns herausfinden. Nee, du kannst einfach nicht weiter von dich dauern. Immer diese unsichtbare Wände. Schnauze hinter uns! Liegen bleiben! Liegen bleiben, habe ich gesagt. Genau. Meiner! Alter, ich hab den gerade übelst von deiner Kugel weggekickt. Was willst du? Liegen bleiben! Bleibst du liegen? Ja. Hi, Bro! In die Eier! In die Eier! Oh mein Gott! Ich weiß jetzt schon, wie ich die erste Folge nenne. Let's Tritt! In die Eier! Ja, was denn, Alter? Du kannst die Gegner mit zwei Tritten komplett töten! Das ist übelst overpowered! Letzter Tritt. Punkt für Punkt, dir in die Eier. So, hier ist übrigens Muni, falls du brauchst. Wieso? Wie bist du auf die andere Seite gekommen? Ich will auch dahin! Lass mich nicht allein! Oh, da ist eine Tür. Verlasse. Ach nee! Denk an die Folgenlänge. So, ja, wie gesagt, also ich hab hier den Timer, den ich mal kurz nochmal einblenden muss, vor mir. Ein paar Minütchen haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, jetzt mitten in der Welle wäre auch scheiße. Weg. Oh. Suizido. Gesundheit! Ah, ich hab das gut. Ja, Leute, eine Manual-OP ist nicht gerade was Schönes. Auch wenn diese schon ein paar Wochen zurückliegt. Alter, ich kann ihn nicht töten. Alter, der Penner war gerade verbuggt. Ich hab den gerade voll in der Hauswand drin, oder er sagt, in den Trümmer drin getreten und der wollte nicht sterben. Quickscope mit meiner Shotgun. Yep. Einfach mal aus der einfach was Scheiße. Geht. Ich wollte gerade sagen, einfach mal aus der Hüfte ballern. Ich mach einen Abgang. Weg, Alter. Geh weg. Alter, Kumpel, was hat deine Mutter dir immer gesagt? Wenn Leute dich treten, bleibe liegen! Safe House. Okay, ich komme. Ich brauch Muni. Ich denke mal, hier ist das perfekte, um Folge zu beenden. Ja, da hast du wohl recht. So, Leute, das weißt du, war. Ich nehm die Scheiße nicht mehr auf und ich habe ein besseres Set für jetzt du. Ach ja. Kontrollpunkt! Oh ja.
mit diesem schönen Anblick hier, wenn du mal stehen bleiben würdest und ich einfach mal dir ins Gesicht latsche, verabschieden wir uns. Ey, nicht gegen Schienbein. Das tut weh. Okay, warte, bleib stehen. Mist. Kurze Frage, halte ich was in der Hand? Nein, das ist nicht dein Penis. Nein, halte ich gerade was in der Hand? Eine Knarre. Bei mir wird die nicht angezeigt. Ach, tritt mir in den Arsch, ich stehe drauf. Okay. Gut. Tritt in die Klasse. Damit verabschieden wir uns für die erste Folge von Zombie Army Trinity mit Nazis. Mit vielen Nazis. Komm her. Ich bin das, in dir. Das ist mir gerade zu nah. Deswegen sage ich einfach, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Konstruktive und fruchtbare Kritik sind ebenfalls sehr erwünscht. Den Link zu DPA Games Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.